denke, eine Niederlage im Viertelfinale schmerzt natürlich. Aber jetzt rückblickend auf die WM ist das Ganze schon positiv für mich verlaufen. Also ich denke, nicht nur ich, sondern jeder Spieler konnte das große Turnier mitnehmen und ja, daraus viel lernen, mit Drucksituationen umzugehen. Und auch, ja, man konnte natürlich auch aufmerksam auf sich machen, im Verein, also im eigenen Verein oder auch andere Vereine auf sich aufmerksam machen. Man freut sich dann immer, wenn man zur Nationalmannschaft kommt und weiß, man hat jetzt, ja, sag ich mal, das Privileg mit einem Marc Stendera, mit einem Julian Brandt und neben der Nationalteam zusammen zu spielen. Jeder verfolgt natürlich erste, zweite Liga, auch schaut sich die Sportschau an oder die ganzen Bundesligaspiele, und wenn du da halt deine eigenen Mitspieler siehst, ist es immer noch was ganz anderes. Und da freue ich mich dann auch, ja, ein Teil von der Mannschaft zu sein. Und es ehrt dich ja, wenn du weißt, okay, ich bin Viertligaspieler, aber kriegst das gleiche Vertrauen vom Trainer wie ein Erstligaspieler. Und in der Nationalmannschaft wird jeder gleich behandelt, egal ob er jetzt erste, zweite oder dritte Liga spielt. Ja, klar, die mediale Aufmerksamkeit war in Neuseeland schon riesig. Aber ich denke, das ist auch selbstverständlich, weil die U20-WM ist ja nach der A-Nationalmannschaft-WM das größte internationale Turnier. Und ja, natürlich genießt man das, wenn nach dem Training noch Bilder gemacht werden, mal Autogramme verteilt und Interviews geben muss oder darf, sage ich mal. Ja, für die meisten ist es ja normal, ein Interview zu geben. Für mich war es jetzt erstmal so was Neues, eine neue Erfahrung. Gehört auch dazu, denke ich, zu so einem großen Turnier. Und wir hatten auch Medienberater dabei. Ja, ich glaube, Fußball ist so ein schnelllebiger Sport. Das geht alles Tag auf Tag so. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, wie wir Deutsche Meister geworden sind. Das liegt jetzt ja auch schon ein Jahr zurück. Und was in der Zeit schon alles passiert ist, ja, da ruht es eigentlich nie. Man hat eigentlich nicht so wirklich die Zeit, um das alles zu genießen und alles mitzunehmen. Natürlich probiert man es. Aber ja, natürlich war es immer ein Traum, mal für die Nationalmannschaft zu spielen. Und dann, dass man bei der Weltmeisterschaft dabei ist, ist ja auch nicht normal, sage ich. Und ja, man probiert es natürlich so gut wie möglich verarbeiten und nur das Positive rausziehen. Man darf sich auch an so einer Niederlage gegen Mali nicht festmachen. Ja, natürlich immer noch sehr engen Kontakt zum RSK. Ich versuche auch so oft wie möglich hier hochzukommen. Und wenn ich mal am Wochenende Samstag spiele und ich weiß, der RSK spielt sonntags, will man auch seinen Brüdern zuschauen, alten Kumpels, und ja, ist immer noch ein guter Draht da. Das sind ja alles meine ganzen Kumpels spielen ja noch hier, und dann ist man ja immer in Verbindung mit dem RSK. Natürlich bekomme ich es mit, wenn meine beiden Brüder hier Tag und Nacht verbringen, sage ich jetzt mal. Ja. Ich glaube, RSK ist auf einem guten Weg und haben einen ambitionierten Trainer, der ein Konzept hat. Ja, und freut mich auch, dass er vermehrt auf Jugend setzt. Weil der RSK hat eigentlich immer eine ordentliche Jugend gehabt und bringt viele junge Spieler raus. Ja, schon sehr wichtig. Also ich versuche so oft wie möglich heimzufahren, wenn es sich ergibt. Oft ist es halt auch so, dass ich am Wochenende mal samstags Spiel hab, sonntags Regeneration, dann kann es auch sein, dass ich mal zwei Wochen am Stück nicht heimkomme, aber ich probiere schon, wenn es geht, wöchentlich heimzukommen und dann halt auch hier mit meinen Kumpels diese Zeit zu verbringen, mit der Freundin, mit der Familie. Ja, und dann, was macht man sonntags, mittags um 15 Uhr? Da kann man ja nur hochgehen zum RSK und RSK zu unterstützen.